Moin moin, es geht weiter mit Yakuza Zero. Nachdem Majima aus Kashiwagi-san und Nishikiyama Informationen zum Verbleib von Makimura Makoto bekommen hat, gilt es sie nun hier im Kamurocho zu suchen. Der gute alte Kamurocho, wie wir ihn kennen und lieben. Und trotzdem wirkt alles anders. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass jetzt leider auch noch Leonard Cohen nach David Bowie in diesem Jahr gestorben ist. Nein, leider ist der Grund, dass in den USA in dieser Woche gewählt wurde. Was soll man dazu sagen? Es ist absurd, ein Video wie das hier damit zu beginnen. Ich gehe auch echt nicht gern in diesen Videos auf tagespolitisches Geschehen ein, weil es dann sowieso in 2 Wochen nicht mehr relevant erscheint. Aber einige Dinge können, genau wie die Anschläge in Paris letztes Jahr, einfach nicht unerwähnt bleiben. Gut, die Amerikaner haben gewählt. Was geht uns das überhaupt an? Das ist ganz einfach, weil das für jeden, der von uns an die Demokratie und an die Werte unserer Verfassung glaubt, ein Schlag ins Gesicht ist. Und für jeden, der optimistisch in die Zukunft blickt, weil er daran glaubt, dass wir uns als Menschen gesellschaftlich und kulturell weiter und nicht zurückentwickeln. Weil er daran glaubt, dass wir lernen, uns zu verstehen, dass wir lernen, die Möglichkeiten, die uns die Technologie bietet, einsetzen zu können, um faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Dass wir nicht mehr an Lügen glauben müssen. Und das ist nicht nur da drüben ein Problem, sondern leider auch bei uns. Auch in Europa und in Deutschland zeichnen sich so viele parallele Entwicklungen ab, dass es daher umso wichtiger jetzt ist, miteinander zu reden und aufzuklären. Ich überlege noch, was das für mich persönlich bedeutet. Wahrscheinlich werde ich häufiger konkret über Politik sprechen, auch wenn das niemand will. Ich möchte es aber auch nicht einfach nur dabei belassen, hier in den Äther zu brüllen. Nein, ich möchte auch direkt vor Ort tätig werden, jetzt vielleicht nicht bei einer Partei, aber bei einer Organisation, die sich für Demokratie einsetzt oder für politische Bildung. Das heißt, unterm Strich wird wahrscheinlich weniger Zeit sein für Videos auf YouTube, aber es gibt Wichtigeres zu tun. Die nächsten Wahlen kommen im nächsten Jahr und ja, sorry, tut mir leid. Machen wir also weiter. Ich glaube, die Dame hier weiß was. Da war gerade ein Mädchen, sie sah komplett ausgehungert aus. Sie hat mit so großen Augen auf den Takoyaki-Stand geschaut, aber dann ist sie sofort weg. Na. Das hilft uns jetzt ja nicht unbedingt sofort weiter. Ich habe das Video beim letzten Mal ja beendet, weil ich schon befürchtet hatte, dass ich jetzt eher erstmal ein bisschen auf die Suche gehen muss. Wo könnte Makimura Makoto sein? Also sie ist ja verschwunden, nachdem Tachibana beim Karano Hitotsubo gestorben ist. Also sollte ich vielleicht einfach mal mich dort in der Gegend umschauen. Vielleicht sind ja auch noch ein paar andere NPCs hier, die mir wertvolle Tipps geben, wo ich sie finden könnte. Aber zunächst gehe ich doch einfach mal an den Ausgangspunkt und versuche vielleicht dort die ein oder andere Spur zu finden. Hier ist der Karano Hitotsubo. Also hier ist... Karano Hitotsubo ist ein Grundstück zwischen der Shichifukudori und der Taiheidori. Und das muss also dieses Grundstück sein. Karano Hitotsubo. Oh, und es passiert direkt was. Das ist also Karano Hitotsubo. Okay, das ging schnell. Nicht, dass sie jetzt da runterspringt. Hey du. Makoto? Was machst du hier? Makoto?
Ich dachte, dass ich dich wieder treffen würde. Hey. Du kannst sehen? Okay, das war Kapitel 15. Und da habe ich wohl die falsche Wahl getroffen, beim letzten Mal einfach aufzuhören. Denn das war jetzt ja kürzer als gedacht. Natürlich mache ich jetzt gleich weiter. Ich könnte speichern, das brauche ich jetzt aber eigentlich nicht, denn ich spiele ja einfach weiter. Ja, ich möchte ohne Speichern fortfahren. Es wurde wieder was in der Kampfarena freigeschaltet. Und jetzt kommt Kapitel 16. Beweis der Liebe, könnte man sagen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich nicht mit dem Kapitelende ein Video beendet habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du kannst sehen? Zumindest so viel, dass ich in der Stadt herumkomme. Wenigstens, dass du da stehst. Wie kann das sein? Heute, da unten auf dem Kara no Itatsubo, habe ich meinen Bruder nach 10 Jahren wieder getroffen. Aber ich konnte ihn da nicht sehen. Mein Bruder war schon tot. Als ich seinen leblosen Körper berührte, haben meine Augen, die die ganze Zeit blind gewesen waren, zum ersten Mal wieder Lichtreflexe wahrgenommen. Kann sowas sein? Sein Gesicht, wie sehr ich mich ihm auch näherte, ich konnte es nicht klar erkennen. Was ich aber erkennen konnte, war, dass er unter schrecklichen Torturen gestorben ist. Durch die Yakuza des Dojima-Clans. Alles wegen dieses Grundstücks. Du denkst doch nicht etwa an Rache. Die Situation hat sich geändert. Mein Auftraggeber will dich nicht länger tot. Er trachtet dir nicht mehr nach dem Leben. Nein, er will dir das Land sogar abkaufen. Deswegen, wenn du ihn triffst und an ihn verkaufst, dann wird niemand mehr hinter dir her sein. Keine Sorge. Ich werde auch an deiner Seite sein. Was auch geschieht, ich beschütze dich. Was mit mir geschieht, ist mir egal. Auch wenn ich dabei sterbe. Es gibt etwas, was ich tun muss. Wenn du mir wirklich beistehen willst, dann hilf mir. Mein Bruder wurde von den Yakuza, die das Grundstück wollen, getötet. Die drei Berater des Dojima-Clans. Und Dojima Sohei. Du willst von mir, dass ich die umbringe? Wenn du Geld willst, bezahle ich das. Ist 1 Milliarde genug? Ich meine, du wolltest mich anfangs doch sowieso umbringen. Ich bitte dich. Bring die Kerle um. Ich bin sicher, dass wir uns aus diesem Grund kennengelernt haben. Ich bin mir sicher, dass mein Bruder will, dass ich ihn räche. Und so ein Mann war dein Bruder, glaube ich, nicht. Warte, verzieh dich. Ich komme schon allein klar. Moto! Hau ab! Na. Hey. Takoyaki kuigan ka? Wollen wir Takoyaki essen gehen? Takoyaki ya. Na, Takoyaki. Wenn du danach willst, dass ich abhaue,
bin ich weg. Meinst du, mit vollem Bauch sehen die Sachen anders aus? Was ist? Okay. Aber danach... Kümmere dich nicht mehr um mich. Darüber sprechen wir nach dem Essen, okay? Oh Mann, jetzt ist sie auch richtig verzweifelt. Gehen wir jetzt wirklich Takoyaki essen? Ja klar. Los. Sie meint, sie kommt allein klar. Aber sie sieht nur schemenhaft. Wir sollten also langsam machen. Auf geht's. Okay, dann gehe ich mal vorsichtig und langsam. Man kann ja den Schulterknopf drücken, um nur zu schreiten und zu flanieren. Finde ich sowieso immer ganz nett eigentlich in den Spielen. Oh, Makoto? Aber ich kann sie nur anrempeln. Ich dachte, man könne sie vielleicht an die Hand nehmen. Das ging ja bei den anderen Yakuza-Spielen, wenn man mit Haruka herumgelaufen ist, immer ganz gut. Pass auf, wo du hintrittst, du kannst nicht gut sehen. Du bist einfach so durch die Stadt gelaufen? Hast du dich nicht verletzt? Ich bin schon okay. Ja. Und sie rempelt einfach die arme Büroangestellte oder was sie ist rum. Ich mag es eigentlich immer sehr gerne in Spielen mit Makoto. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn du dich die ganze Zeit auf die Nase legst. Aber ich glaube, das passiert einfach so. Da war jetzt nichts auf dem Boden. Nee, ich mag es immer gerne in Spielen, wenn man mit anderen Charakteren mal ein bisschen ruhiger herumläuft. Das ist ja zum Beispiel in Spielen wie Shadow of the Colossus oder vor allen Dingen in dem davor. Wie hieß denn das nochmal? Das komme ich gar nicht drauf. Oh, das ist eine richtige Schlange. Makoto meint, es könnte... Es gibt 50% Schneewahrscheinlichkeit. Und Majima meint, sie sollten dann lieber essen gehen, bevor es anfängt zu schneien. Aber hier ist es ganz schön voll. Was ist denn hier los? Was ist? Hier beim Takoyaki-Laden steht eine ganze Menge Leute an. Ja? Ah, da fällt mir ein. Ich glaube, ich habe vorhin einen Takoyaki-Stand gesehen. Vielleicht. Ein Stand für Takoyaki? Ja, vielleicht. Ich habe es zumindest gerochen. Wo war das? Ich glaube, an einem größeren Platz. Drumherum waren viele große Gebäude. Ein größerer Platz hier in der Gegend, das wäre der Theatervorplatz. Dann, ja, lass uns mal dahin, was? Gut, dann gehen wir mal zum Gekijomae. Nee. Wie heißt nochmal das Spiel von der Firma, die auch Shadow of the Colossus gemacht hat, wo man auch immer mit dem Mädchen herumgegangen ist? Ich komme jetzt gerade echt überhaupt nicht drauf. Typischer Blackout. Jedenfalls finde ich das sehr schön, ein bisschen behäbiger zur Sache zu gehen in solchen Spielen. Und das passt auch. Ich habe, ja, jetzt zu den letzten Kapiteln ist das Feeling vom Spiel auch ganz anders, nachdem doch einige von den Charakteren, die ich einigermaßen lieb gewonnen hatte, gestorben sind. Und es fühlt sich doch alles ein bisschen leerer und anders hier auf der Welt an. Und ich laufe komplett in die falsche Richtung. Ich bin gespannt, wann sich die Wege von Kiryu und Majima mal kreuzen. Ach, Makoto. Ja. Ich bin echt in die falsche Richtung losstolziert. Makoto sagt, sie kommt schon allein klar, wir brauchen jetzt nicht mehr Takoyaki essen gehen, aber Majima beschwichtigt sie, dass jetzt erstmal gegessen wird und dann müssen wir reden. Richtig so. Ein voller Bauch, nee, ein leerer Bauch diskutiert nicht gehen. Hey, ich hab ein Date, geh weg.
Gleich legt sich Makoto nur wieder hin, wenn du jetzt da... Jetzt hör doch mal auf. Ich will nicht Pachinko spielen gehen und ich möchte auch nicht in den Izakaya oder was das ist, dort hinein. Und stell nicht meiner Freundin ein Bein. Hier in der Gegend muss diese Takoyaki-Bude gewesen sein. Ja, dann gucken wir uns doch mal um. Jetzt merke ich, dass ich gar nicht auf den Schulterknopf drücken muss. Majima geht von sich aus in der verlangsamten Geschwindigkeit. Ich kann jetzt gar nicht rennen. Gut, dass ich die ganze Zeit den Knopf gehalten habe. Aber da sieht man mal, wie viel Mitgefühl ich für Makoto jetzt gerade entgegenbringe als Spieler. Und hier ist wohl der Takoyaki-Stand. Oh Gott, sie legt sich nochmal hin. Relativ viele Blätter an den Bäumen dafür, dass Winter ist. Pass auf, Stufe. Zweimal bitte. Ja, gerne. Ah, oh, lecker. Jetzt mach schon hin. Ja, klar. Warum bleibt sie denn so höflich, wenn er sie so anfährt? Er ist aber sehr nett. Klappe. Ein wirklich guter Mann, oder? Jetzt aber Schluss mit dem Geplapper. Mach dich ans Grillen. Ja, er ist ein guter Mann. Er hat wegen mir viele Probleme bekommen und trotzdem will er mir immer noch zur Seite stehen. Wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt... Das wird aber lecker. Es riecht so gut. Finde ich auch. Hier, du kriegst einen dazu aufs Haus. Was, echt? Jetzt dreht das Spiel nochmal richtig auf, was so japanisches Fernsehdrama oder asiatisches Fernsehdrama angeht. Daran erinnert mich das. Die haben einen Hang zum Kitsch, aber ich finde es auch immer ganz schön und herzerwärmend. Das brauche ich jetzt gerade. Das war gut, danke. Die Takoyaki aus dem Kamurocho müssen sich hinter denen aus Osaka nicht verstecken. Ja. Du bist echt ziemlich weltfremd, wenn dich das so überrascht. Das stimmt. Wie hast du vor, Rache an den Dojima zu nehmen? Sag ich nicht. Hättest du nicht so, als wäre ich dumm. Selbst wenn ich dir bei der Sache helfen würde, die Mitglieder des Clans würden dich bis an dein Lebensende verfolgen. Und wenn du bei deinem Versuch nicht sterben würdest, ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Schicksal dich dann erwartet. Ich sagte doch, es ist mir egal, was aus mir wird. Denk doch nochmal drüber nach. Es muss gerade nichts überstürzt werden. Dann denk du auch nochmal drüber nach, ob du mir helfen willst oder nicht. Vielleicht kannst du ja deine Meinung ändern. Das war echt lecker. Ich würde gern noch einen essen. Ich hol uns welche. Warte hier. Du kannst doch nicht gut sehen. Ich kauf welche. Danke. Ich bin sofort zurück. Warte hier. Na, ob das mal eine gute Idee ist, sie jetzt allein zu lassen. Erstens wird sie von den Dojima gesucht. Und zweitens hat sie Rachegelüste.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, dass ich da alleine rübergehe. Wahrscheinlich macht sie sich jetzt schon auf den Weg, um Majima allein zu lassen. Sitzt sie noch da? Ja, sieht so aus. Ah, ich kann sie nicht richtig erkennen. Okay, dann gehe ich ganz schnell zu der netten Lady und kaufe nochmal neue. Ach, hallo, der junge Mann von vorhin. Die Takoyaki waren echt super, ich hätte gern noch einen. Wirklich, das freut mich aber sehr. Nimm dir so viele du willst, ich gebe sie dir umsonst. Oh, das ist aber nett. Was, wirklich? Ich möchte nur einen. Und ich komme auf jeden Fall wieder. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Wir haben heiße Takoyaki bekommen. So, schnell zurück, bevor es kalt wird. Zu dem Park. Oh je. Ich wette, sie wird nicht mehr da sein. Ja, natürlich. Ach Mann. Das läuft auf kein gutes Ende hinaus. Anja. Hey du. Ah? Takoyaki, Korea. Gib mir Takoyaki. Was, wovon redest du? Das Mädchen, das hier gerade weg ist, hat eine Nachricht für dich. Was? Sie meinte, sie kennt deinen Namen nicht. Deswegen soll ich jemanden ansprechen mit Augenklappe, der Takoyaki dabei hat. Sie sagt, sie hieße Makoto. Die Nachricht ist für dich bestimmt, oder? Ach, diese Blöde. Morgen um 5 sollst du zum Dach beim Kadano Hitotsubo kommen. Das ist alles. Kannst du damit was anfangen? Morgen um 5 auf dem Dach. Sie meinte, als Dank bekäme ich von dir Takoyaki. Oh Mann. Hier, nimm schon. Vielen Dank. Der hat ja eine lustige Stimme. Und da bin ich wieder im Versteck. So, es ist langsam 5 Uhr. Warum ist sie gestern Abend nur verschwunden? Nur um mich dann wieder herzubeordern. Was hat sie vor? Allein kann sie doch nichts erreichen. Ich sollte auf jeden Fall hingehen. Okay. Mal sehen, ob ich jetzt direkt dorthin geliefert werde. Nein. Gut, dann laufe ich mal schnell zum Kadano Hitotsubo. Kann ja nicht schaden. Und es ist ja auch nicht so weit. Mal sehen, wen ich alles anrempeln kann auf dem Weg. Tut mir leid, aus dem Weg. Ja, wir kommen jetzt wirklich aufs Ende zu. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon das letzte Kapitel ist. Hier kann ich natürlich nicht rein. Ich habe hier nichts verloren, sagt Majima. Das 16. Kapitel. Ich glaube, es gibt noch ein 17., wenn ich mir das richtig angesehen habe. Ich habe mal einen flüchtigen Blick auf einen Walkthrough geworfen, nur um zu sehen, wie viele Kapitel es überhaupt gibt. Ich schaffe das, bis Yakuza 6 rauskommt. Hier sollte Makoto warten. Wenn ich sie nicht nochmal treffen kann, geht's nicht weiter. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu gehen. Also gehen wir zum Dach. Keine Zeit zu verlieren, los geht's. Es hat angefangen zu schneien. Ob es im Yakuza 6 auch so richtig Wettereffekte geben würde? Ich glaube, in der Serie bisher so... Ja doch, Regen gibt's schon. Die haben ja manchmal Schirme dabei. Wo treibst du dich nur rum, Makoto? Aber schickere Wettereffekte wären sicherlich auch cool. Wird er jetzt versetzt?
Und was soll das? Zu wem gehört ihr? Zu Shibusawa. Die Shibusawa-Gruppe? Wir hatten die Kijinkai engagiert. Die genießen dank dir gerade nicht sonderlich viel Ansehen. Wir mussten das gerade biegen. Habt ihr etwa Nishitani? Hatten keine andere Wahl. Auf ihn war kein Verlass. Was ist mit Makoto? Sie hat signalisiert, dass sie unserem Boss das Grundstück überlassen will. Und sie trifft sich jetzt mit ihm. Sie wird höflich empfangen. Was? Sie ist von sich aus mit Shibusawa in Kontakt getreten? Sie hat dich wohl getäuscht. Jetzt im Moment geleitet sie unser Boss wahrscheinlich gerade zu Dojima. Wer versteht schon die Frauen? Sie hat uns bereitwillig verraten, dass wir dich hier finden würden. Weil er mir nicht von den Fersen bleibt, könnt ihr ihn da ja verjagen, hat sie gesagt. Wo treffen sich Dojima und sie? Das kann dir egal sein. An diesem Ort hier wirst du dieser Welt nämlich Lebewohl sagen. Sie hat mich hierher gebeten. Ihr werdet daher das Nachsehen haben. Wie? Das Mädchen. Wo ist sie? Ja. Makoto scheint also mit ihrem Racheplan allein weiterzumachen oder ihn zumindest schon mal in die Wege zu leiten. Und vielleicht ist das ja jetzt der Plan, dass sie weiß, dass Majima diese ganzen Schergen hier locker wegprügeln kann und dann herausfindet, wo das Treffen mit Dojima und den Wakagashi da stattfindet, um mir dann vielleicht weiterzuhelfen. Aber so geht sie sicher, dass er ihr die ganze Geschichte nicht ausredet. Ziemlich gefährlich und ich glaube, das nimmt alles überhaupt kein gutes Ende, so wie sich das hier gerade entwickelt. Na gut, serviere ich die jetzt erstmal ab. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe übrigens mittlerweile auch schon die PlayStation Pro. Ich spiele aber noch auf der alten PS4, das Spiel jetzt hier zu Ende, weil das ganze Übertragen der Spiele und Spielstände doch relativ lange dauert mit meiner Internetverbindung. Man kann es auch mit einer externen Festplatte machen, aber ich habe gerade keine freie zur Hand und ich glaube, es ist eh nicht mehr so weit. Außerdem gibt es wirklich überhaupt keine Performance-Gewinne, wenn man Spiele auf der PS4 Pro spielt, die nicht dafür optimiert sind. Aber das Wichtigste für mich ist, ich habe glaube ich Glück gehabt, dass sie überhaupt nicht viel Lautstärke von sich gibt. Also sie ist um einiges leiser als meine PlayStation 4, die ich mir gleich am ersten Tag besorgt habe. Also das allererste Modell habe ich das wirklich noch richtig ordentlich losboostet, jetzt auch gerade hier bei den Zwischensequenzen. Ich muss die immer richtig abschirmen von dem Mikro, damit man sie nicht hört im Hintergrund. Und es ist dann doch sehr gut, dass die PS4 Pro schon mal um einiges leiser ist. Ich befürchte allerdings, dass Yakuza 6 vielleicht gar nicht für die neue Konsole optimiert wird, weil das Studio hat dementsprechend noch gar nichts verlauten lassen und das Spiel ist nur noch einen Monat weg. Okay, das hätten wir geschafft. Wo ist das Mädchen? Das... Sie... Los, raus damit. Sonst frage ich einen von den anderen, nachdem ich dich umgebracht habe. Na, wird's bald. In Roppongi. Im Sebastian Building. Die Aussichtsterrasse. Ja. Alle Yakuza in diesem Spiel haben nicht besonders viel Ehre an sich und verraten gerne mal, wenn sie nur genug zusammengeschlagen wurden, wo sich ihre Bosse herumtreiben. Ah, okay. Ich habe jetzt viele Wahlmöglichkeiten, wo ich hingehe. Das heißt,
Ich kann wahrscheinlich jetzt zu einem der Taxis gehen, um dann nach Roppongi zu fahren. Das ist natürlich ein ganz anderes Viertel als der Kamurocho. Ah, okay. Muss ich mich wohl auch noch mit denen abgeben. Also PS4 Pro, bin sehr zufrieden damit. Ich weiß nicht, ob sich für jeden das Upgrade lohnt. Für mich lohnt es sich vor allen Dingen, weil ich meine alte PS4 verkaufen kann. Hab schon einen Käufer mir gesucht und die neue Konsole entsprechend leiser läuft und um einiges angenehmer hier im Wohnzimmer operiert. Das musste aber auch nicht unbedingt der Fall sein, habe ich gehört. Ich habe auch Berichte gelesen, die gesagt haben, dass die PS4 Pro mindestens genauso laut ist wie das erste Modell der PS4. Ich habe aber wirklich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich denke, das hängt vielleicht damit zusammen, dass nicht alle Geräte gleich operieren. Wenn man also Pech hat, hat man auch mit der neuen PlayStation Pro ein ordentliches Turbinengeräusch in seinem Wohnzimmer. Ich hatte Glück und ich finde, das habe ich auch verdient, denn meine allererste PlayStation 4 ist schon am ersten Tag kaputt gegangen und musste eingeschickt werden und dann durfte ich 3 Wochen oder so auf sie warten. Gut, ich speichere jetzt hier ab, denn das nächste Video kann wahrscheinlich schon morgen oder übermorgen kommen, da ich gerade etwas Zeit habe zum Spielen. Deswegen geht es dann beim nächsten Mal zum Sebastian Building bei Ryuga Gotoku Zero, wenn es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und verliert bloß nicht das Vertrauen in die Demokratie und wählt auf gar keinen Fall die AfD.